Und weiter geht's. Ja. Nem, nem, nem. Warum musste ein verfickter Roboter stehen? Warum muss da ein verfickter Roboter stehen? Warum? Jedenfalls nicht mehr da, wo ich bin noch da, wo du bist, aber nicht mehr. Muss da rein. Da ist der. Wahrscheinlich für den Computer, für den Dinger, für den Dingensbummens. So, so, so. Mann, ich könnte jetzt einen Kaffee gebrauchen. Scheiße, worüber reden wir hier eigentlich? So, ich werde jetzt einfach hier ein bisschen nuken. Ach so, ha, ich wollte nuken und nicht. So. Ich habe ja genug Nuke-Viren, also ist mir das relativ wurscht. So, Mann, komm schon. Zugriff gewährt. Und fertig. Also ich habe keine... toll, ich habe keine Überwachung über den Roboter. Aber... war das jetzt der Roboter? Nein, wahrscheinlich nicht. Was ist das? Laser... Lasergewehrbatterie. Ich stell dich mal um, wa? Ich stell dich mal... so, dass du mich nicht mehr irgendwie betreffen kannst. Hier, du gehst in die Ecke. Da ist auch nichts und ich habe hier Standardmunition. Okay, ich habe genug... So. Wow, fuck, fuck, fuck it. Fuck it. Und jetzt kommt wieder meine Schrotflinte zum Einsatz. Ich muss aber irgendwie... Ja, schießt auf mich ein. Der ist zu weit weg. Hat keinen Sinn. Und da ist meine Munition auch schon weg. Boah. Leute. Reicht. Back erstmal rum. Nummer 1, aber das hat mir nicht viel gebracht. Das hat nämlich sehr viel Munition gefressen. Oh, Dubstep. Hö. Geil. Tja, hast mich nicht gesehen, wa? Oh, nicht schon wieder so einer. An dem verballere ich immer meine Munition. Na toll, ich muss nachladen. Fuck it. Ich versuch's mal. Ja, wenn ich ihm auf den Kopf schieße, bringt das mir nichts. Okay. Ich habe noch zwei da. Ja, das war ein guter Plan. Gott, ey, ich habe hier keine Munition mehr. Ich habe hier nur noch richtig weh. Alter, ich gehe nochmal raus. Ich gehe nochmal raus. Knallhart, ich gehe nochmal raus. Jetzt ist zu weit weg für meine Schrotflinte. Los, komm. Versteck dich. Und nimm auf. Ah, hast du Angst? Hast du Angst? Bei dich sehe ich. Das sehe ich immer noch. So, erstmal den. So, und jetzt werden wir dich erledigen. Oh, fuck, ey.
Komm, lad nach. Und hier habe ich jetzt auch nur noch wenig Munition. Scheiße. Keine Munition mehr. Dann mache ich so, wenn du nachlädst. Bitch. Ach, Gott, ey. Langsam geht mir die Munition aus. Was hattest du? Eine MP-Maschinenpistole. Du hast aber auch kein... Mann, warum habt ihr keine... Oh, Standardgewehr. Ich weiß, dass da noch einer ist. Na komm, ich sehe dich. Ich will dich sehen. Dubstep. Oh Mann. Brauch mal eine Pause. Komm doch her! Was hab ich denn? Weglauf ist zwecklos. Der sagt, dass ich weglaufe. Bring dich erstmal. Okay, jetzt bin ich tot. Gut, Leute. Ich glaube. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich werde dann auch mal ein bisschen was verkaufen gehen. Das hat jetzt gerade keinen Sinn gehabt. Sage ich auch wirklich so, wie es ist. Ja, ich gehe nochmal raus. Und wir sehen uns wieder, wenn ich ein bisschen was eingekauft habe von Munition her. Wir sehen uns denn. Bis denn. So, Leute. Ich habe mir überlegt, wir machen doch erstmal die Nebenmission. Vielleicht kriegen wir da noch was Schönes. Deswegen machen wir hier noch ein bisschen Nebenmission-Questing und den ganzen Quack. Und wir gehen jetzt in Richtung Nebenmission. Wo ist das denn überhaupt? Nebenmission ist... Da können wir über die Innenstadt-Apartments gehen. Und ich brauche ja immer noch ein bisschen Munition. Ich war noch nicht einkaufen, aber ich denke mal, dass ich da noch etwas Munition kriege. Und wenn, dann kaufen wir uns halt noch was. Ich komme heute irgendwie nicht zum Aufnehmen. Ich will doch nur die Nebenmission machen. Puh. Buhuhu, so. Dann gucken wir jetzt mal. Hier ist der Typ, der irgendwas von uns möchte. Ach, eine Frau. Mr. Jensen, richtig? Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich bin Meng Yao. Ich arbeite für Mr. Darrow. Ich leite eines seiner Unternehmen hier in Hengsha. Sie wurden mir nachdrücklich empfohlen. Quatsch nicht lange. Ihr Chef beschreibt Sie als überaus präzisen Agenten. Offenbar sind sie sehr effizient und bringen jeden ein Auftrag Beta-Typ. Zu Ende. Okay. Wir könnten einen Mann wie Sie für unsere Operation gebrauchen. Dann hoffen wir mal, dass sein Vertrauen gerechtfertigt ist. Oh, da bin ich ganz sicher. Mr. Darrow vertraut nicht jedem. Sie müssen uns helfen, eine Gruppe von Terroristen aufzuhalten, na, die klasse. Das Panchaya-Projekt bedrohen. Keine leichte Aufgabe. Denken Sie, Sie sind ihr gewachsen? Na los. Okay, ich helfe Ihnen. Ausgezeichnet. Die Lage ist wie folgt. Uns ist zu Ohren gekommen, dass diese Terroristen streng geheime Informationen über Panchaya besitzen. Wir konnten sie dazu bringen, sie einem unserer Agenten zu verkaufen, einem Mann namens Lo Fei. Die Übergabe soll in der Nähe der Alice Garden Pots im Daigong-Viertel über die Bühne gehen. Und ich soll das Treffen stören. Es wird gar kein Treffen geben. Wir schicken nur Sie, um Mr. Feys Sicherheit zu gewährleisten. Damit rechnen die Terroristen nicht. Sie werden die Information also auf einem Datenchip bei sich haben. Sie müssen sämtliche Verkäufer neutralisieren und den Chip anschließend zu mir bringen. Das verstehe ich nicht. Wenn Fey das Treffen organisiert hat, warum schicken Sie dann mich hin? Warum tötet er oder einer Ihrer Agenten die Terroristen nicht einfach? So bekämen Sie den Chip doch auch. Weil Mr. Darrow sicherstellen möchte, dass es keine Toten gibt. Wir spielen nicht nach Ihren Regeln. Wir wollen sie verhaften und verhören und anschließend vor Gericht stellen. Okay. Es geht aber nur mit List und Effizienz. Deshalb brauchen wir unbedingt einen Mann mit ihren Fähigkeiten. Sonst noch was? Muss ich sonst noch was wissen? Die Verkäufer erwarten Mr. Fey und zwar nur Mr. Fey. Wenn sie sie sehen, eröffnen sie das Feuer. Muss ich betonen, dass das ihre Aufgabe deutlich erschweren würde? Immer dasselbe. Sehe ich genauso. Immer dasselbe. Wir haben keine Praxispunkte mehr. Ach ja, ich habe es ja in die Beinprothesen gemacht. Fuck.
Sonst hätte ich es noch in das andere stecken können, aber dann springen wir mal. Ich mag diese Fähigkeit. Und los geht's. Wir müssen zu den Allison Potts Garden. Die sind ja gleich hier um die Ecke, wa? Habe ich so das Gefühl. Ach, nee. Haha. Wieso auch? Warte mal. Hallo? Kaufen oder verkaufen, ja, ist mir egal. Werfen Sie einfach einen Blick in den Computer. Ich habe einen Shop entdeckt. Hm, schön. Kaufen. Was hast du denn? Okay, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Eine Peps. Könnte man gebrauchen. Ja. Ja. Munition. Gott sei Dank. Ich nehme noch eine... ich nehme noch eine Elektroschockfeuerpistole mit. Vielleicht bringt die mir noch was. So. Und was haben wir hier noch für Waffen? Seifensystem. Okay. Für 10 Milli... Aber erstmal freue ich mich gerade wie ein Keks, ey. Ich freue mich gerade echt richtig einen ab. Ich werde hier sein. Das ist gut. Einfach mal so nebenbei gefunden. Das mag ich doch immer. So, was haben wir denn jetzt bei? Was haben wir denn jetzt so? Bisschen sortierter, das finde ich gut. Und auch ganz viel Munition. Finde ich genauso gut. Kombinieren. So. Da haben wir jetzt auf jeden Fall mehr Munition. Und die werden wir auch gleich mal nachladen. Och, hoffentlich schaffe ich das ohne irgendwelche Möglichkeiten, dass ich nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen,